Herzlich willkommen, Leute. Der Countdown läuft. Ein Meisterwerk neigt sich dem Ende zu. Leute, der neue Trailer von der Final Season von Attack on Titan wurde released. Ich will nicht, dass diese Reise zu Ende geht, aber es muss nun mal geschehen. Wir hypen uns jetzt ab. Jeden Tag ein AOT-Video, bis der 4. November uns auseinandernehmen wird. Es geht hyped. Part 1, Leute. Wir gucken uns jetzt den Trailer an. Ich bin echt gar nicht bereit, aber okay. Immer aufgeteilt, was war? Mappa, ey, der Trassier. Na, Mappa ist. Oh! Oh, mein Tatsch, das ist ein Gedeih-Notch. Diese Stimme. Wer war das denn jetzt? Geil! Sein Name. Junge Armin, ne? Was? Ich kann das alles nicht mehr. Wahrlich ein Meisterwerk, Leute. Ich habe gerade während des Schauens wieder Gänsehaut bekommen. Die Charaktere, einfach extrem heftiges Character Development. Jeder einzelne von denen. Und Mappa bringt einfach die Emotionen der Charaktere so krass gut rüber. Anime-Musik ist einfach so episch. Du wirst hineingesogen in diesen Anime, Leute. Die Atmosphäre, selbst wenn ich das jetzt gucke, in diesem Raum ist umgeschwungen. Also, ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber boah. Ich habe leider das Gefühl, es werden schlimme Dinge passieren im letzten Teil der Final Season. Dass zum Beispiel Eren und Armin früher sterben als alle, wissen wir ja durch die Titankraft. Aber ich glaube tatsächlich, uns erwarten schlimme Tode. Ich weiß nicht, ich will es nicht sagen, aussprechen, aber irgendwas Schlimmes wird passieren, definitiv, also. Aber ich glaube, es werden auch Grenzen überschritten, ich glaube, es werden krasse Kämpfe kommen. Es wird einfach episch. Ja, macht mich echt traurig, dass er endet, aber Leute, ich bin froh, dass es ihn überhaupt gibt. Tight! Stay tuned! Ich bin einfach auch sehr gespannt, was Eren machen wird. Ich weiß nicht, was er machen wird, der ist zu allem fähig, der ist unberechenbar, der Typ, aber Leute, bleibt dabei, wir sehen uns wieder. Tschüss.